So, hallihallo und willkommen zurück und auch willkommen zurück an die Rundfunkanstalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da sind wir wieder mit Raft. Überleben auf unserem Floß hier. Meine Freundin und ich. Mit der chinesischen Schrottente. An Bord. Gut. Wie das hier alles funktioniert, habe ich ja letztes Mal schon erklärt. Könnt ihr im Video dann nochmal nachgucken. Das haben wir gestern in dieser tollen Insel hier angelegt. Das sind noch ein paar Sachen zu erledigen. Genau. Hier links unten, da. Moment, hier links unten seht ihr Durst, Hunger und Lebensbalken. Ist alles noch im grünen Bereich. Aber ich nehme, glaube ich, eine Wasserflasche mit auf die Insel. Hat ja meine Freundin schon so schön vorgesorgt. Ich schmeiße ihr sogar eine leere Flasche rein, damit ihr die Arbeit nicht ausgeht. Und dann gucke ich mal. Ich wollte nämlich gucken, ob ich hier noch irgendwie eine Höhle oder sowas finde. Für Pilze. Für sogenannte Höhlenpilze. Achso, ich mache das Licht noch an. Das sieht mir vielleicht ein bisschen schlecht aus. Bin heute noch gar nicht Brummi gefahren. Manchmal gibt es jetzt kleine Nebeninseln, da ist eine Höhle drin. Aber hier sehe ich jetzt aktuell keine. Nur diesen scheiß Rüdiger Rüdiger Vogel schon wieder. Ein paar Blumen für Farben. Felsen. Ja, so eine Höhle wäre schon cool noch mit Pilzen. Ja, der Pilz am Netz war. Ah, Ananas. Viel Platz habe ich noch. Ah, viel Platz. Ah, hier ist so eine Insel, das könnte, da könnte ich Glück haben. Nee, da geht mal hin. Ja, und wie vermutet, hier ist ein Unterwassereingang. Wird's auftauchen. Dann die Kiste holen. Metallerz, sehr schön. Und da ist noch eine große Kiste. Metallbarren, auch gut. Das ist immer gut. Ja. Und ich nehme an, vielleicht sind hier sogar Pilze in der Höhle. Nö. Keine Pilze, aber immerhin eine Unterwasserhöhle. So was meinte ich gerade mit so kleinen Nebeninseln noch. Thank you.
warum nicht oben noch irgendwo was ist, wo man reinschlüpfen kann. Aber es sieht nicht so aus. Was macht Bruce? Schwimmen. Schwimmen. Bisschen Subnautica imitieren hier. Okay. Das muss ich auch mal noch anspielen. Das habe ich mir geholt, kostenlos. War ja diese Aktion. Aber ich höre schon wieder kreischen, den heutigen Rüdiger-Vogel. Ich mag ihn nicht. Ja. Niemand mag ihn. Ja. Armer Vogel, niemand mag ihn. Ah, und da hat er mich getroffen. Meloni. Das sieht hier irgendwie nach Höhle aus. Aber ist keine Höhle. Finde jedenfalls keine aktuell. Schon wieder. Der ist bestimmt bei Twitter so oft wieder zwitschert. Vielleicht ist es der blaue Vogel von Twitter. Meloni! Da bist du, du dämlicher Vogel. Aber ich habe es nicht geschafft, auf dich drauf zu springen. Und dich zu erwürgen. Ich glaube, ich bin jetzt sind fast so wie du. Ah ne, ja, jetzt noch weiße Blumen. Ja, auch noch. Palmen lasse ich mal so weit stehen, weil Holz kriegt man ja genug über die Netze. Wenn mein Schätzelein nicht immer so viel verbauen würde davon, würde es auch dicke reichen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Ja, musst du nicht. Musst du nicht. Wir haben alle Verständnis dafür. Das ist nett. Ned Flanders. Auch. Dämlicher Flanders. Oh, ist hier noch eine Höhle? Nein, keine Höhlen an dieser Stelle.
Statt dass er einfach erkennen würde, dass wir ihm nichts Böses wollen und uns vielleicht helfen wird, wenn die Steine irgendwie aufs Boot werfen, damit wir sie da nutzen können oder so. Nein, lieber auf unsere Häupter. Und die Häupter unserer Hauptleute. Ja. Ah, da ist noch eine Melone. So. Noch was, was ich nicht gesehen hatte. Ja, ich glaube, das war's. Ist jetzt bei dir mit. Ah! Gelbe Blume. Nee. Wie sieht's bei dir mit Tauchgängen aus? Alles gut, alles safe. Das, was ging, habe ich geholt, aber wie gesagt, zum Tauchen ist das hier jetzt eher Ja. nicht so geil. Ganz schön Seegang wieder. Okay, von mir aus können wir dann wieder ablegen. Dann kriege ich noch schnell das Segel aus. Ist ja eh auch Nacht jetzt. Schön nach vorne so. Tschüss, räudiger, rüdiger Vogel. Ja, so ist ungefähr gerade. Ja. Wunderbar. So, dann mülle ich dir mal wieder die Kisten zu. Das ist super. Da freue ich mich. Der Clipper war, glaube ich, in der Kiste mit drin. Jetzt. Meloni, 5 Stück und 4 Ananässer. Was kochst du denn Feines? Fischeintopf. Mmm, lecker. Magst du ja in echt auch so. Total. Was wollte ich jetzt gucken? Achso, da. Ich bin mal gespannt, was die noch so reinpatchen. Ich finde, Raft hat noch verdammt viel Potenzial. Ich finde, das ist schon ganz gut, was sie da gemacht haben bis jetzt.
Nein, aber wir können echt noch richtig viel rausholen. Wir sind ja immer noch im Early Access, ne? Ja. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Oh, Scum hätte ich übrigens auch mal wieder Lust, wo du gerade Early Access erwähnst. kurz Early Access erwähnt, bumm, Bock auf Scum. Ja, können wir ja am Wochenende. Ich meine, da habe ich ja auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Da können wir auch was länger streamen. Ja. Bei Bedarf. Süß, wie du sagst, können wir ein bisschen länger streamen. Voll gut. Meine Streamerbraut. Voll gut. Ja, ich meine, wenn du mich nicht dabei haben willst. Doch, die weibliche Note im Stream kommt immer gut. Hä, also Quatsch. Ja. Ach, guck mal, AJ Bob. AJ Hallo. Bob, was? AJ Bob. Dein Chat, mein Schatz. Ah, Bob! Hey, willkommen zurück. Sorry. Ja. Dich jetzt voll übersehen. Und hallo, GDDR. Auch herzlich willkommen. Viel Spaß beim Zugucken. Und alles klar bei dir, Bob? Warst du nicht der Busfahrer? Ich glaube. Hallo Samoa. Herzlich willkommen. Viel Spaß beim Zugucken. Witzig, jetzt wurde kein Mitmachspiel streamst. Jetzt kommen die Zuschauer. Manchmal ist schon verkehrte Welt, eh. Ja, ist doch schön. Dann können sie uns ein bisschen beim Raften zugucken. Genau. Ich nenne es jetzt mal Raften einfach. Ja, ich nenne es ja auch immer Raften. Aus Spaß an der Freude. Ja. Oh, wie das erst wird, wenn... Ja, okay, dann verwechsel ich dich jetzt. Dann bist du doch nicht der Busfahrer. War das nicht Ebidan? Ja, stimmt, das war Ebidan. Ja, sorry. Ich wusste irgendwas mit zwei Konsonanten und einem Vokal in der Mitte. Aber es war nicht Bob. Ja, offensichtlich. Ist eigentlich immer noch der nur Follower-Chat aktiv? Weiß gar nicht. Keine Ahnung. Glaub schon. Das sind deine Einstellungen. Ja, ich guck mal. Ah. Scheiße, wie mache ich das mit? Ich muss schnell was googeln. Moment. Ah, okay. So, jetzt können wir da alle schreiben. Und was geht bei dir, Bob? Ich glaube, du warst auch eine von den SW-Tor-Zuguckern, oder? Zum Schauen. Oh, wie der Einstein schon wieder weggesnackt hat hier. Ja, der gönnt uns halt reichlich. Ja. Ah, Anker auswerfen! Schnell! Jo. Ich eile. Jetzt, sofort, ja. Ist geworfen. Gut. Gottes Willen.
Ja, es neckt halt an mir rum, Mann. Du bist halt zum Anreißen. Ja, ich weiß. Ja, bei mir eigentlich auch. Oh, ich gehe gleich drauf, wenn er mich nochmal Nein. beißt, dann. Ach, Gott. Ich hab keinen Bock, dich aus dem Wasser zu fischen, reiß dich zusammen. Boah. Ja. Hier ist übrigens unser Klingelschild, Familie Imba, gestaltet von Frau Imba. Natürlich. Anker wieder einholen? Ja, war ja nur wegen der, Gut. wegen dem Kloster. Ja, jetzt, 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 Wegen jetzt, des jetzt. Floßes. Ist was Größeres. Mal drehen. Eddies Opa guckt auch wieder zu. Hallo. Wir haben verdammt viel Holz auf Lager. Also, wenn du was bauen willst, jetzt ist die Ach, Chance. auf einmal oder was? Ja, meine zwei Truhen sind voll. Okay. Wer hat denn hier schon wieder falsch eingeordnet? Was? Bringst Gar du mein nichts. Lagerungssystem hier Nee, durcheinander? du hast doch Psychisch. gesagt, deine Holztruhen seien voll. Genau, und da, wo der Kunststoff eigentlich sein sollte, habe ich gerade Dinge gefunden, die da nun wirklich nicht hingehören. Ach so. Wie zum Beispiel Nägel, Ach, das Bolzen, bildest du dir doch ein. Schrott. Ach Mist, oh, ich bin ja clever. Na, dann denke ich mir mal was aus, was ich aus Holz bauen könnte noch. Ja. Also ich meine, nicht alles verpulvern, ist es immer schön, was auf Lager zu haben. Aber so ein bisschen was kannst du jetzt von mir aus bauen. Habt ihr gehört, ich habe die Erlaubnis von Frau Imba, Meine was bauen zu Facecam dürfen. kommt überhaupt nicht. Von Dort. mir wird es kein Gesicht zu sehen sein. Doch, wenn wir zusammen streamen schon, wenn wir unser Gaming-Zimmer haben. Aber hallo. Klaro. Ja, nicht. Na gut, das ist 2020. So what? Oder Ende 2019. Man weiß es nicht. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal, ich weiß auch gar nicht, ob du meine Facecam irgendwie hinzufügen könntest in deinen Stream. Weißt du vom Discord? Oder wie meinst du Ja, keine Ahnung, dass du von mir nicht nur Ton, sondern auch Bild überträgst mit. Oh, müsst ihr mich mal reinfuchsen, es geht bestimmt irgendwie. Was ist SR? Song Ach Request, so. vermute ich. Nee, aktuell nicht. Machen wir bei Spielen, wo es nicht so wild ist, wenn gemutet wird. Ja, ich bin wieder am Verdursten. I see. Bitte darauf achten. Ja, ich trinke ja schon. So. Ja, ich sage es ja nur. Wobei es ja bei anderen Streamern, die sind ja auch nicht im selben Raum oder so. Gut, vielleicht machen die es irgendwie über eine WLAN-Quelle oder so. Ich fuchs mich da mal rein. Wenn man unbedingt von mir Facecam sehen möchte, was ich noch hart Ja, auf bezweifle. einmal haben wir dann im Schnitt 200 Zuschauer oder so. Ach Quatsch. Wenn die Leute unbedingt drauf bestehen sollten, könnte man mal drüber nachdenken, eine Facecam irgendwie dabei zu Oh, basteln. kannst du hier die Planke aufnehmen, die Kartons, bevor die despawnen bei mir? Mein Herz, wo bist du? Backbord, ja. Ich eile, ich eile, ich So, eile. jetzt gucke ich mal, was ich noch baue. Ja, Käse. so könnte man das sagen. Es ist halt ein Survival-Game. Wir haben hier noch einen Hai rumschwimmen, der in regelmäßigen Ja. Abständen unser Boot am Verknuspern Wir ist. sind, also das Ganze startet, ich glaube, mit 2 auf 2 Felder. Ich weiß gar nicht, wie groß ist das Floß am Anfang? Ja, 2 auf 2. 2 auf 2, also 2 von diesen Dingern hier. Oder 4 sogar. Ja, auf jeden Fall startest du mit einem sehr kleinen Floß. Und jetzt haben wir das halt schon enorm ausgebaut, siehst du. Ja. Hier, warte mal, ich gehe mal hoch auf den Steg, der von oben sieht man es gleich ganz gut. Ihr Steg war länger, ich glaube der hier.
Oh, kannst du einen Anker auswerfen? Ich sehe da hinten eine Insel zum Tauchen. Kann man dann gleich hin. Sofort auswerfen. Ja, weil dann kann ich den, Bob noch kurz das Floß zeigen. Yes, ist Also, ausgeworfen. unser Floß ist jetzt inzwischen schon eher ein Boot geworden. Dreistöckig. Und da siehst du, hier ist der Haifisch, der schwimmt halt immer drum rum und beißt Teile vom Boot ab. Deswegen musst du ziemlich schnell sein. Weil das sonst dein Floß wegsnackt. Ja. 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 Ja, und am Anfang ist es ein bisschen kritischer, was Essen und Trinken angeht. Genau, weil du halt noch keine Wasseraufbereitungsanlage und so hast. Und rundrum ist ja nur Salzwasser, das empfiehlt sich nicht, das zu trinken. Nicht wirklich, So, nein. warte, ich setze mal kurz zu dieser Insel. Wo war sie? Wo war sie? Also, sag Bescheid, dann ziehe ich den Anker wieder. Nee, warte mal noch. Hä? Ach, hier. Ja, darum sage ich, ja, sag Bescheid. Ich müsste ein bisschen zielen. Okay, kannst. So müsste das hinhauen. Anker gelichtet. Ja, dann findest du halt immer wieder so Inseln. Da kannst du dann tauchen. Liegt Schrott rum oder Eisenerz und so. Und das Eisenerz kannst du dann zu Barren einschmelzen und dann kannst du halt weiterentwickelte Sachen bauen. Also im Prinzip schon ein bisschen wie bei Minecraft, nur dass es mit den Bauplänen und so halt nicht so komplex ist wie bei Minecraft. Ist der am Knuspern? Ich höre Nee, nichts. hört sich nur so an. Nee, alles war aber nur mein Kopf. Alles gut. Das Das ist ist meine alles nur Paranoia. in deinem Kopf. Das ist so langsam meine Paranoia. Ja, und diese Ich sag, Stege da haben wir naja. halt gebaut, weil man dann leicht auf so Inseln raufkommt, wie die jetzt, die wir da gerade ansteuern. Und dann kannst du halt irgendwann eine Batterie bauen, aus Kupferbarren kannst du dann Platinen machen und so. Und da haben wir dann Radar gebaut, das ist das hier. Ja, genau, mit den Antennen. Oh, das wird eng hier mit dieser Insel. Die Strömung macht, glaube ich, nicht so mit. Kann sein, dass du ein bisschen hinschwimmen musst. Oder Nö. tauchen willst. So nicht, mein Ich Freund. gucke jetzt mal, wie nah man rankommt, aber. Ich repariere mal gerade schon ein paar Sachen. Ja, fällt dann wieder rein. Und dann haben wir halt hier so Fangnetze. Und wenn wir dann halt unterwegs sind mit dem Floß, dann kommt da Treibgut rein. Hier ist so eine Planke zum Beispiel oder ein Palmblatt. Aus Palmblättern kannst du dann Seile flechten und so. Und dann kannst du das halt immer weiter erweitern. Du siehst, hier ist dreistöckig inzwischen. Ganz oben ist halt das Segel und die Stege. Hier unten sind große Beete für Palmen. Die kannst du dann zerhacken und kriegst dann auch wieder Holzplanken und Kokosnüsse und so raus. Hier sind kleine Beete für oder mittlere Beete für Blumen. Die kannst du dann die Blütenblätter zermahlen für Pigmente, um das Boot anzustreichen. Siehst du, haben wir das schon ein bisschen gemacht. Und Lagerräume sind hier. Und hier im zweiten Stock oder im ersten Stock ist dann die Küche. Mit Wasseraufbereitungsanlage, mit Grill, mit hier Also, Ge Obst- haben und wir unten eine Gemüsezucht. Möwe? Ja, und Frau Imba freut sich gerade über Möwen. Ja, unten drin. Wir haben extra geschummelt, damit wir keine Möwen haben. Was ist das denn für ein Verhalten? Okay. Ja, baue ich gleich zu. Hier ist unser Schlafzimmer. Mit dem Bumsbett, weil es hier immer so rumpelt, wenn hoher Seegang ist. Deswegen heißt es Bumsbett. Ja. Kann man auch die Tür zumachen. So, ist man gestört. Gut, nochmal ein Grill. Ja. Hier unser Klingelschild. Familie Imba. Hängematte. Eine Uhr. Und wo war das Überlebensschild? Ich glaube hier oben, oder? Im Schlafzimmer. 76 Tage überleben wir ja schon. Oh, ich muss was essen. Ja, bitte. Ich habe neue Sachen gekocht. Du kannst mal gucken, was du haben magst. Es schmeckt mir nicht. Bäh, koch mal was Leckeres. Ja, dann
Lecker Pilz Omelett und ich jetzt. Genau, gönn dir mal das Pilz Omelett. So. Sagt der Bob. Ich glaube, das wird nichts und bis darüber schwimme ich nicht. Ja, dann schwimme ich da bis darüber. Wirf mal einen Anker. Oh, boah, du bist ja wahnsinnig. Bis dahin hast du noch einen Bein. Lass, ist egal. Die nächste Insel zum Tauchen kommt bestimmt. Dann riecht man sehr gut nach vorne. Ja. Strömung hat den Strich durch die Rechnung gemacht. Also gegen die Strömung kommst du nicht an. Auch mit dem Segel nicht. Und die Insel lag jetzt halt so ungünstig, da kam man nicht näher ran. Egal. Kommen noch mehr. Ja, ach. Ja, man sieht schon, dass wir versuchen, gegen die Strömung zu schwimmen, wenn kein Loot im Wasser rumschwimmt. Ja. Dann stimmt meistens was nicht. Jetzt zu der Nacht. Lass uns mal schnell schlafen gehen. Ja. Also mit Schlafen gehen ist genauso wie bei Minecraft, da kannst du die Nacht überbrücken oder bei The Forest. Genau. So. Was wollte ich jetzt? Achso, genau, davon zumachen. Nee, nicht zumachen, lassen wir das so. Ja, wegen der Möwe. Ja gut, dann baue ich es hier unten anders. Okay, ja, geht alles. Ja, nee, ich hab einen Plan. Mal eine... Nein, da ja, darf keine Möwe sein. So, ich habe einen Plan. Wenn du mich hier meinen Eingang blockierst. Lass mich meinen Plan bauen. So. So. Ich schreiß alles wieder ein. Ich habe eine Axt und ich werde sie benutzen. Ja, mach wenigstens eine Tür rein für mich. Ja, werde ich auch. Tür. So. Ja, damit kann ich leben. Hi. Wie er einfach immer snackt. Geh weg. Hier wird nicht gesnackt. Mach ich das hier so? Ja, ich glaube, mach hier. Es wird gefragt, ob du noch SWTOR spielst. Hatte ich heute tatsächlich vor, aber heute hat mir meine Gesundheit quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mir ging es heute nicht so gut. Aber vielleicht morgen vormittags mal gucken. Hatte ich tatsächlich wieder Lust drauf neulich. Was ich auf jeden Fall gerne am Wochenende machen würde, wenn bis dahin ready ist, ist neue Kriegsfront in World of Warcraft. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn die Horde bis dahin mal aus dem Knick kommt. Wir können erst die Kriegsfront machen, wenn die Horde ihren Beitrag geleistet hat. Das sieht jetzt kacke aus. Ich habe gar nicht gesehen, dass das hier so rausgeht. Das ist ja blöd. Nee, das gefällt mir nicht. Kann ich hier auch eine halbe Holzwand und dann ich probiere es mal so. Nee, das gefällt mir nicht so. Keine Axt mehr, fällt mir da gerade auf. Hast du noch einen Schrott? Ja. Ich meine, wir hätten sogar noch Schrott in der Truhe, oder hast du? Ja.
Echt? Danke. Okay. Ja. Habe ich ja nicht, noch nicht alles weggesnackt. Ja, ich habe ja dabei gepackt. Okay. Nee, Quatsch. Ich kenne dich. So rum. Der Bauer erkennt uns ein Sau am Gang. Ja, so ungefähr. Dafür kriegst du auch einen leckeren Stein in die Truhe. So. Da. Na, wenn du da einen Stein. Er hat schon wieder gesnackt. Ich glaube das hier nicht. Also Tür zumachen, sonst bringt die Tür natürlich nichts. Ich bin hier mehr am Reparieren als alles andere gerade. Was ist hier los? So, das mache ich wieder weg. Okay, und da mache ich jetzt eine kleine Wand hin. Ja. Ach so, am Samstag zieht dann planmäßig mein PC um. Ah, okay. Ja, cool. Bin ja mal gespannt. Dann. Ja. Bis dann, Agent Bob. Okay, Bob. Ja, viel Erfolg morgen, viel Spaß. Und freue mich, wenn du mal wieder reinguckst. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen bis hierher. So eine blöde Möwe, oder? Muss man gerade mal so sagen. Hoch. Ich glaube, ich baue das hier mit Türen zu. Okay. Gut, sieht gut aus. Kann man so lassen. Ups. Ist ja hier gerade wirklich alles zu. Ja. Meinst du, ich sag das nur so, oder was? Ja, ich dachte, das ist noch Zukunftsvision. Nee, nee. Achso, nee, das lasse ich doch so. Okay. Hier noch eine Tür. Dreieckige Holzwand, genau, das sowas brauche ich dann. Okay, na ja, dann bin ich jetzt schon zufrieden. So. Insel voraus, Schatz. Ja, ich begebe mich zum Aussichtsposten. Ja, leicht Backbord.
So. Denk dran, gleich was zu trinken. Ich sehe gerade deinen Balken. Ach, ist alles noch im grünen Bereich. Prost an dieser Stelle. Prost. Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass wir vorbeischrammen. Auf die Plätze. Fertig. Und auswerfen. Sehr gut. Da kannst du doch wieder schön tauchen. So, das Segel ist eingefahren. Ich trinke, damit die Frau eine Ruhe gibt. Puch. Ja, sie hat ja, ich mein, sie hat ja recht. Man muss es ja mal so ich sagen. Wollte sagen. Ja. Und außerdem habe ich ja recht. Kommt die rohe Rübe wieder her? Oh. Bestimmt aus irgendeiner Kiste. Ich hinterfrage jetzt gerade gar Insel. Schauen wir mal, was die Insel für uns zu bieten hat. Klingt fair. Schwupps. Meloni! Voll gut. Schwarze Bloma. Blähbloma. Blähbloma? Ja, Blähblume. Auf Deutsch. Klingt fair. Auch Zwiebel genannt. Kennst du sich mit Zwiebeln aus? So. Oh, keine Heilköder mehr. Uiuiuiui. Snack eine Ananas. So. Ja. Mampf, so. Mampf. Gut. Zack. Dann mal schnell zurück. Ups, ups. Ah, ich komm nicht hoch, ich komm nicht hoch. Moment. Fuck, ich bin gerade zu blöd. So, jetzt. Einsortieren. Zack. Zack. Hast du Brucey im Blick? Nee, warte, jetzt. Snackt noch, frisst und frisst. Okay. Scheint zu schmecken, bin ich doch zufrieden. Ja. Hast du ja mit viel Liebe zubereitet. Immer. Wenn ich was mache, dann mit Liebe. Oh, oh, oh. Hallo Positivity Bot. Auch wenn du ein Bot bist, kriegst du trotzdem ein Hallo. Snackt immer noch. So eine Harpune wäre mal cool, so eine, wo du am Schiff, jetzt hat er aufgehört, wo du am Schiff montieren kannst und dann auf ihn schießen oder so. Ja. Das ist in der Tat, wäre das ganz lustig. Gleich eine Runde schlafen, bei Nacht würde ich jetzt ungern tauchen. Ja, machen wir gleich. Schnell das Inventar lüften. Mm-hmm.
Mit unseren schönen Kanister-Kopfkissen. Kanister-Kopfkissen! Kanister-Kopf! Oh mein Gott! Ja, du hast die gebaut. So, wollte ich nur mal sagen. Das war aber dann schon unterbewusst. Oh, das war schon sehr bedenklich. Ja. Kanister-Kopfkissen, oh mein Gott. Herrlich. So. Hör, was schwimmt denn da? Wieder ein Fisch war. Der eskaliert. Ja, die haben es nicht so drauf. Die haben es nicht so mit Wasser. Nein, die fliegen lieber. Ja. Fliege Fische. Ja, ja. Axt ist gezickt und los geht's. Zack. Schön Planken produzieren, weil wir haben ja zu wenig Planken festgestellt. Das ist richtig. Aber es kommt auch wieder Plankenarmut. Ich sehe es auf uns zukommen. Oh, bis jetzt sehe ich es nicht. Es waren nur 5 Stapel, nur die untere Reihe, was ich von der Kiste genommen habe. Da habe ich jetzt die ganzen Sachen für gebaut. Er snackt noch. Er snackt gerade erst. Er hat gerade erst angebissen. Angesnackt. Angesnackt, ja. Ja, lieber an meinem Köder als an mir, ne? Ja. Ich überlege, wenn ich neben dem schwimme, während er snackt, lässt er dann von seinem Snack ab? Eigentlich nicht, oder? Keine Ahnung, wäre wohl schön, wenn du es nicht provozierst. Ja, weil da Plastik schwimmt neben ihm. Blut. Ja, weil das Plastik für uns auch jetzt so relevant ist. Ja. Ja. So. Merkst du selbst, ne? So. Dreieckgewand. Mein Sauerstoff geht aus. Oh, jetzt hänge ich fest. Okay, ja. So. Oh, ich bin gerade direkt neben Bruce. Tschüss. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Piep, hat's gerade gemacht. Dein Feuermelder? Rauchmelder? Nein, Papa macht gerade keine Bratkartoffeln. Papa brät gerade keine Butter. Ja, das war echt zum Running Gag, ne? Ja. Hast du einen Papa, hast du immer Butter. Der ist echt dick. Au! Hat er dich erwischt? Ja. Schade, dass man keine breiteren Türen bauen kann. Egal. So. Fehlt nur noch der Anstrich, der kommt dann aber ganz gewiss. Alter. Ich hüpfe mal ins Wasser und schwimme davon. Ey, nicht dein Ernst. Dafür habe ich dir 17 Schrott mitgebracht. Ja. Die du schön brav dort einsortierst, wo sie hingehören. ich kollabiere. ja, hör mal. Glaube ich ja jetzt nicht. Also. Geht ja mal gar nicht. Ist ja völlig Chaos jetzt hier, mein Truhen. Ja, hör mal. Also. Da bin ich ja schon fast sprachlos. Aber nur fast. So, wie streichen wir jetzt das da hinten? In welche Farbe? Was setzt das an? Ja, nicht pink am allerbesten. Hier mache ich pink und da mache ich lila. Nein, es wird kein Pink gemacht. Du hast ja gar keine Wasserpflanzen-Dings da gekauft. geerntet. Was? Wovon redest du? Ja, für Flossen und so und Clipper. Keine Ahnung. Ach, habe ich noch so viel von. Also musste ich gerade auftauchen, mein Herz. Okay. Ich wurde doch angeknabbert. Oh. Auf schändlichste Art und Weise. Okay, klingt fair. So.
klingt gemein. Das klingt voll gemein. Voll. Aber so richtig. Machst du nichts, ne? Ja. Ja, wenn man sich an eine vernünftige Sortierung halten würde, wird man Sachen tatsächlich auch besser wiederfinden. Nur mal so als kleiner Gedanke dann am Rande. Ja, in der oberen Truhe, da sind immer Nägel drin. Es sei denn, du hast sie alle weggesnackt. Ich habe keine Nägel, die schmecken nämlich gar nicht so. So, ich habe es ihm jetzt auf jeden Fall sehr erschwert, an die wichtigen Sachen ranzukommen. Das ist nicht schlecht. Ja. Er hat es schon wieder getan. Wo? Du! Was? Was macht denn die Kokosnuss da drin? Ja, damit du was zum Snacken hast zwischendurch, habe ich gedacht, während du sortierst. Na, hör mal. Das macht mich dezent wahnsinnig. Schon so ein bisschen. So, Anker ist ja safe, ja. Mehr oder weniger, da fehlt noch eins. Mehr oder weniger. Haben wir noch Schrott? Mit Sicherheit, guck mal. Nee. Ja, dann hast du weggenommen, würde ich sagen, ne? Ja. Liegt da unten ja, noch Schrott rum? Hm. Willst du noch einen Taugang machen? Ist nichts mehr da von Relevanz. Okay, kein Schrott mehr. Nee, Schrott hatte ich schon alles mitgenommen. Voll blöd, dass in den Fangnetzen kein Schrott kommt, sondern ja, ab und zu halt mal ein Fass. Ja, den Fässern, wenn man Glück hat, aber. Ich habe 17 Schrott mitgebracht von meinem Tauchgang. Ja, die waren auch sehr lecker. Ist ein Böser. Das kommt dir nur so vor, in deiner subjektiven Wahrnehmung. Huch, was war denn das? Achso, die Möwe ist weggeflattert. Die hat gar keine. Es snackt. Oh. Mann. Ich sehe schon, du brauchst mal wieder Pfeil und Bogen. Ich raste hier gleich aus. Es gibt gleich Sushi. Dummer Sau. Ich friss mein Pfeil. Ich lasse mir schon viel gefallen, aber zu viel ist zu viel. Ja. Oh, ich muss mir mal neue Pfeile basteln. Ja, Blanken müsstest du ja genug haben. Oder was brauchst du denn noch? Für? Ja. Also, Plankenarmut haben wir nun nicht. Das ist richtig.
Und Federn haben wir, wenn man es genau nimmt, auch mehr als reich. Sieht fast aus, als wäre da wieder so eine Unterwasserhöhle in der Insel. Hast du das mal überprüft? Ich habe nichts gesehen. Du kannst aber gerne mal Tauchgang starten bei Bedarf. Ja, ich unterstütze dich da. Sieht irgendwie so aus. Nee, doch nicht. Sand. Ich habe meine Hofpflegerin von deinem Kater. Ne, Quatsch, Susi habe ich von deinem Kater erzählt. Von dem Fresskoffer? Ja, von dem Kopfkissen mit Kopf. Hast du dich bei anderen Leuten über mein Tier lustig gemacht? Nein. Das wäre auch unverzeihlich. Würde ich auch nie tun. Das wäre auch echt mies. Er ist zwar ein Plümmo, aber es ist immer noch mein Plümmo. Was hast du dir denn erzählt? Boah, meine Freundin hat voll die fette Katze. Nein, Kater. Er ist ein Kastrat. Er ist schon fast eine Katze. Ja, was sagt sie? OG. Nö, fand es halt witzig. Na, wenn ich das dem Henry erzähle, na, warten Sie ab. Dann freut er sich. Der wird sich so hart an deinen Klamotten vergehen beim nächsten Mal. Aber richtig hart. Ah. Hier ist doch noch ein Schrott drin. Ja, den habe ich da reingetan. Aber ein Schrott bringt mir nichts, ich brauche mindestens zwei für einen Nagel. Ja. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, da kommen sogar zwei Nägel dann raus. Was völliger Blödsinn ist, dann müsstest du ja aus einem Schrott eigentlich auch einen Nagel machen können. Aber geht nicht. Naja. Ah, Raft, Logik, machst du nix. Ja, machst nix. So. Guck mal, was man generell so bauen könnte noch. Guck mal, ich habe dir eine Arbeitsplatte gebaut. Huch, jetzt bin ich abgestürzt. Nee. In die Küche. Wo du schnippeln kannst und so. Oh, nicht schön. Ja. Ah, der Mond ist aufgegangen. Ich bin mal gerade kurz ein paar Minuten abwesend. Okay. Bis gleich.
Ich baue so ein paar Stühle, Palmblätter. Nein, du dummer Fisch! Oh Mann! Hat er die Kiste weggesnackt? So ein dummer Fisch, ey! Mann! Boah, dieser dumme Fisch! Die einzige Stelle, die noch nicht mit Metall verstärkt war. Nein! Gibt's doch nicht. Dieser dumme Fisch, ey, dieser dumme Haifisch. Hey, könnte ich jetzt ausrasten, ey. Dummer Haifisch, dummer, ey. Mann! Gerade die Kiste, die man. Oh, ey. Gerade die Kiste, die man nicht kriegen kann, mit den Sachen, die man nicht kriegen kann, so. Die man nur auf Inseln kriegt. Ich könnte ausrasten. Unfassbar. Mann, ey. Dummer Haifisch, dummer. Boah, regt mich das auf. So, wieder da. Boah, reg ich mich gerade auf, ey. Dieser dumme Haifisch, ey. Ach. Snackt ihr hier alles weg, oder Ja, was? guck mal, was er hier weggesnackt hat, was nicht wieder gestrichen ist. Ich hab's schon ausgebessert, aber guck mal, was er weggesnackt hat. Oh. Hier. Ja, die Truhe. Ja, die Truhe mit den einzigen Sachen, die nur auf großen Inseln zu finden sind. Boah, könnte mich aufregen, ey. Alle Farben, alles weg. Ich mach die Kiste jetzt oben hin. Ich baue noch mal eine, aber ich baue die jetzt oben hin. Kann ich nicht, weil kein Schrott mehr. Ja, Habe oder ich du mich kurz verstärkst dann aufgeregt, ey, Junge. den Boden, dann kannst du die Truhe ja wieder unten hinsetzen. Ja, nee, das ist mir zu riskant. Zwei Schrott bräuchte ich halt noch für eine große Truhe. Ja, ich leg dir jetzt hier zwei Schrott rein. Dankeschön. Meine eiserne Reserve. Aha, du hattest also noch Schrott, aha. Natürlich. Pfe. PFÖ. Pfe. Ja, nu. So, wo baue ich die jetzt hin? Da, hier Das so. sagt der Typ, der mir ins Lebensmittellager Sand reingepackt hat. Könnte ich doch schon wieder in Rage gehen. Hehe. Hallo, Henrikus. Na? Na, Puschel? Nichts kaputt machen, Henry. Sonst wird die Mama böse. Ja, ist ein kleiner schwerer Nöter, ne?
Hat die Mama was zu essen? Verfolgst du mich deswegen? Oh. Henry. Ja, ja. Miau, miau. Ah. Miau, miau. Miau, miau, wer hat diese Ahnung? Ja. Du kleiner Fresskopf. Das Mamas Network stören. Ich sag jetzt nichts. Mettbrötchen und so, Mettbrötchen-Familie. Ja, das war jetzt ein lustiger Zufall. Das ausgerechnet an dem Tag, ja, genau, nur an dem so Tag. So selten Mettbrötchen. Ja, ist klar. Das glaube ich dir jetzt auch noch voll. Kommt jetzt voll glaubwürdig rüber. Ja, essen so selten Mettbrötchen. Ja. Alle 2 Monate ist oder so. Klar, ja. Und dann gleich hier voll aufgetischt. Da sind 2 Riesenteller von Mettbrötchen. Bestimmt hier 2 Kilo Mett. Nee, 1,5. So, alle Schatz. Aua, nicht. Ah, das ist mein Finger. Ah, du Verfressener. Ah. Dann beißt du mir den Finger direkt mit ab. Was ein Kerl. Sollen wir mal wieder ablegen? Ja, Moment. 1, 2, 3. Ah, hier. So. Nee, Schatz, ist alle. Gibt nichts mehr. Leg dich hin. Da komm mal bei. Ja. Hm? Klimplumme. Guck mal, wenn du jetzt hier neben mich sitzt, dann können wir zusammen aufs Meer gucken. Wo bist du denn? Ganz oben oder was? Ich bin gebaut. Nö. Ah, wo ist der Mann? Hier, Backbord. Hä? Neben Schlafzimmer. Ach, da. Guten Tag. Ja, Mo. Wie ich einfach keine Füße habe, weißt du, wenn ich runtergucke? Ich habe keinen Fritzburg. Unterkörper. Ja. Yeah. Warte, das ist lecker. Henry, nicht mit dem Kopf in die Schlaufe. Ach du Gott. Guck mal nach rechts. Nicht strangulieren, Schatz. Nicht strangulieren. Guck mal nach rechts. Sieht man nicht, sitzt einfach nur da. Okay. Boah, der snackt schon wieder, ey. Geh weg. Ah. Also langsam geht der mir echt auf den Pinsel. Ja. Das will was heißen, ich liebe Haie. Ja. Eigentlich habe ich mir das Spiel nur wegen dem Hai gekauft, aber... Wegen des Hais meinst du? Nee. Wegen dem Hai. Des Haies wegen. warte mal. Ich will mal gucken, ob ich dann... Zu spät. Nein, warte. Ich will gucken, ob ich da Insel noch eine Blume übersehen habe. Nachdem ja, ich da jetzt eine... Nachdem der jetzt ja alle weggesnackt hat. Aber ich glaube nicht. Mann, hat mich das aufgeregt. Der hat kurz einen Ausraster gekriegt. Könntest du später im Video angucken.
Okay. Ich habe ihn so verflucht, diesen Fisch. Die einzige Kiste, weißt du, wo du nicht über, also die auf dem Boden steht, wo du nicht über Treibgut kriegst. Wolltest du noch mal nach Schrott gucken, oder? Es ist kein Schrott mehr da. Okay, dann können wir auch ablegen eigentlich. Boah. Du hast es gleich geschafft. Komm schon, vor allem auf der Arbeit. Da habe ich genug Leute, die mir nicht richtig zuhören. Hauptfeldwebel weiblich. Nee, die schon. Die muss ja. Ich meine, hört auch nur zu, weil sie ja muss. Ja, ist auch vielleicht besser, wenn man mir zuhört. Sonst muss ich nämlich am Ende wieder sagen, ich hab's euch doch gesagt. Wurde wie Sheldon mal in einer Folge gesagt, ich hatte euch dahingehend informiert. Ja, weil er nicht mehr sagen wollte, ja, ich hab's euch ja gesagt. Aber dann ist es doch wieder zu, ich hab's euch ja gesagt, übergegangen. Jo, mitten in die Sachen rein, Henry, ganz super. Für alles braucht man Nägel, das ist ja blöd. Naja. Ja. Dieser Haifisch regt mich auf. Ey. Der ist echt. Das Einzige, was nicht in Fässern zu finden ist und nicht als Treibgut, das snackt er weg. Ja. Ey, komme ich gerade nicht drüber weg. Sie nehmen einem immer das Kostbarste im Leben. Nee, das wäre, wenn er dich weggesnackt hätte. Oh. Der Unterschied zu deinen Blumen ist aber, ich respawne. Ja, Mann, hätte er nur dich weggesteckt. Ja. Ja. So, dann würde ich sagen, wenn wir in der Insel sind, dass wir da einen Anker auswerfen und wieder und dann jetzt noch ein guter Kilometer. Und dann? Dann machen wir wieder Haja für heute. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen ja, Zeit. Ja, es war gerade dezent abgehackt. Ist. Ja, nee, ich habe gar nichts mehr gesagt nach dem Untern. Achso, ich dachte, es wäre wieder nee. Nur die Hälfte hier angekommen. Nee, nee. Immer am Eifel-Internet. Nee, nee. Was Elis Opa wohl so guckt gerade. Was das kleine Inselchen oder was? Das kommt auf dem Radar. Wo? Wo? Ich sehe es noch nicht mal. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Oder ist das ein Floß? Das ist ein Floß, was da gerade kommt. Okay. Essen, trinken. Ja. 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 Schnuff. Ich wollte nur freundlich, wie ich bin, die Stopf hinweisen. Ja. Wie freundlich, was? Ich weiß verpasst. Ja.
So. Lecker Fischeitopf. Snack ich mal alles weg. Ja, den habe ich mit ganz viel Unfreundlichkeit zubereitet. Genau. Hörst du keinen Widerspruch von mir? So. Ja. Da, du kannst schwimmen. Hast du Anker schon ausgeworfen? Ja. Guten Hunger, Bruce. Boah. Sie ist die Freundlichkeit in Person. Mit Vogelscheuche auf dem Dach. Hat scheinbar nicht so viel gebracht. Schrott! Yay! Voll gut. Hier kannst du den Anker wieder lichten. Ja, ich spiel grad noch Bodyguard. Jetzt tu mal nicht so. Hey, ich stehe hier mit dem Pfeil im Anschlag. Hallo, hallo. Wow. Du meinst mit dem Bogen im Anschlag? Aber trotzdem auf jeden Fall nett. Ich bereue es auch direkt instantmäßig. Instantmäßig, voll gut. So, das kommt da rein, das. Außerdem habe ich den Sand als Gewürz in die Küche getan. Du kriegst gleich so Ärger mit mir. Oh, Gemüsesuppe. Gemüsesuppe hier hin. Ja. Mal gucken, wie weit die Insel noch weg ist. Können wir fast schlafen. Dann müssten wir bei Tag ankommen. Da sind wir schon längst wieder vorbei. Ja, das ist jetzt natürlich das Risiko, aber... Hat in der Distanz gar keinen Unterschied gemacht. Das ist ja witzig. Geh mal auf meinen Aussichtspunkt. Das könnte ich noch einbauen, genau. Ein Aussichtspunkt. Wobei, eigentlich reicht der Steg hier. Der Seewolf. Gab's da nicht eine Serie oder einen Film oder so? Seewolf. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich glaube, das war das, wo er die rohe Kartoffel mit der Hand so zerquetscht. So. Der Seewolf. Noch knapp 400 Meilen, Seemeilen, wie auch immer. Seemeter. Seemeter, ja. Das ist kein Demeter-Betrieb, das ist ein Seemeter-Betrieb. Prost. Ja, Prost. Ach,
habe auch noch Wasser. Ja, viel trinken. Ach, da kommt jetzt mal eine neue Werbung. Habe ich mal ausprobiert. Ich kann jetzt Donations. Wow, aber wir steuern direkt drauf zu. Wow, oh mein Gott, wie schön. Was eine Rieseninsel wieder. Naja. Was, ich liebe sie. Muss die kurz warten, die Wasserflasche. Wenn es jetzt auch im Bild ist, ist jetzt egal. So, ich gehe ein bisschen hier rüber. Ich sammle den Loot noch mit ein, wenn es funktioniert. Ausprobieren. Hast du den Anker schon geworfen? Nee. Mm-mm. Ich warte auf Kommando. Nee, das funktioniert nicht. Okay, kannst auswerfen. Palmblätter. Okay. Ja, hier kann ich dann morgen oder wenn wir weiterspielen auch Schrott abbauen, bis hier. Gut. Könntest du auch gleich abbauen, vielleicht respawnt er, aber normal nicht, oder? Nein, tut er nicht. Oh. Voll blöd. Ich muss dich enttäuschen. Und was macht Henry? Schläft auf deinem Schoß. Nee, Henry liegt hier mitten im Raum und schläft. Schnarcht voll bestimmt. Nee. Wer schnarcht nicht? Na, ja, ich sehe den Vogel doch schon wieder. Ja, genau, Henry sehe ich aus. Hey, ich mach's mir jetzt mal ganz einfach diesmal. Ah, ein Palm. Okay. Ja, so geht's natürlich auch. Ja. Ah, oh, es snackt schon wieder irgendwo. Oh, und hier habe ich auch noch nicht mit Metall verstärkt. Und hier was wegsnackt, sind das ganze Lager weg. No. Ja. Ich habe noch ein 20er Stack Palmdinger reingetan in die Truhe, ne? Ah, okay. Danke. Schön die Tür zu machen wegen Möwen und so. So wie man Ellis Schranktür immer wegen Mäusen zumachen muss. Richtig cool wäre, wenn man das einfahren könnte, diesen Steg. Aber es ist ja eigentlich ein Dach, deswegen kann man es nicht einfahren. Das ist richtig. Hier sind noch ein paar Sachen, die du mal verstärken müsstest. Ja.
So, jetzt bin ich hier oben. Zieh. Witzig. Schwarze Bloma. Schwart Bloma. Beeren, Meloni. Und ein Rezept mit Gemüsesuppe. Voll gut. Yay. Wie viel Platz habe ich noch? Warte. Der Hyde cheatet. Warum? Weil der einfach durch. Ich stehe auf Sand und er hat mich gebissen. Ja, das ist halt ein sogenanntes Sandbankai. Ja. Der sonnt sich da auch immer und so. Fast so schlimm wie ein Kreditteil. Ja. Oder ein Scooter-Hai, also ein Hyper, Hyper. Ja, sehe ich aus. So, jetzt wollte ich aber was trinken. Jetzt zurück aufs Boot. So, und... Oh, wir haben einen neuen Zuschauer. Ah, hallo, Jockis oder Jockis. Herzlich willkommen. Viel Spaß beim Zugucken, geht aber nicht mehr lang. Wir haben jetzt gerade hier an dieser Insel angelegt. Und werden dann für heute den Strom beenden. Wahrscheinlich. Ja, ich muss auf jeden Fall ins Bett. Ja. Du könntest theoretisch ja noch ein bisschen weiterspielen. Nee, ich wachs dann auch. So. Ich warte im Schlafzimmer auf dich. Okay. Dann an dieser Stelle vielen Dank an alle Zuschauer. Guckt mal wieder rein. Morgen, wahrscheinlich vormittags, geht's weiter. Mal gucken. Und abends ist ja dann Retro-Freitag. Mal gucken, was ich da dann spiele. Vielleicht Lemminge oder so. Hätte ich Lust drauf. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Sag ciao mit V, tschö mit Ö, tschüss mit Üs und bin raus mit Aus. Tschüss.